Ja, hallo, mein Name ist René Friebe und ich möchte euch heute unsere Spezialität des Hauses zeigen, und zwar den Bräulerflammkuchen. Unsere Bräulerflammkuchen besteht aus einem Mehlteig und den dazugehörigen Zutaten. Dann benötigen wir den Aufstrich, das ist der Knoblauchschmand. Das Bräulerfleisch haben wir fertig mariniert schon mit Worcester und Zitrone. Und des Weiteren gehört dazu Paprika, Lauch, Zwiebel und frische Champignons, die wir dann noch fein schneiden. Und zu guter Letzt der geriebene Käse zum Gratinieren. So, für den Mehlteig benutzen wir halt Mehl, Wasser, Öl. Was ich dann alles zusammenfüge, das Mehl habe ich vorher gesiebt, damit es klumpenfrei ist und schön fluffig und locker ist. Und diese Zutaten, wie gesagt, habe ich verknetet und habe sie dann schon mal vorbereitet, damit der Teig in Ruhe gehen kann. Den Teig werden wir jetzt ausrollen. Ich werde ihn mal kurz halbieren. Und mal kurz durchkneten, dann wird die Arbeitsfläche mit Mehl bestäuben, da klebt er nicht so schnell. Und mit dem Nudelholz. So. Aber ich muss nebenbei auch sagen, dass der Teig, den gibt es auch schon fertig zu kaufen. In gut sortierten Kühlregalen bekommt man das auch fertig zu kaufen. Den Teig sollte man sehr dünn ausrollen, so 1 bis 2 mm, damit er auch schön knusprig im Ofen auspacken kann. Ja, bei uns hier im Restaurant bringen wir den Flammkuchenteig dann auf unser Flammkuchenbrett. Zu Hause können Sie es natürlich auf ein Backblech tun, entweder ein Anti-Haftblech oder mit Backpapier ausgestattet. Als nächstes werde ich die Zutaten für den Flammkuchen schneiden. Das Schneiden kann man je nach Belieben selbstständig variieren, ob eine große Würfel, kleine Würfel, Julienne, ja, man kann die Metzgerzwiebel auch groß schneiden, Champignons schneiden wir in Scheiben, dann nehmen wir noch frischen Lauch, den können wir in Scheiben schneiden. Wie gesagt, man kann den Flammkuchen nach Herzenslust belegen. Es gibt herzhafte Flammkuchen, es gibt süße Flammkuchen, je nach Belieben. Nun werde ich noch unsere Spezialität, das Hähnchen, schneiden. Wie gesagt, das war vorher mariniert mit Zitrone und Worcester. Ja, und als nächstes werden wir den Flammkuchenteig bestreichen mit unserem vorbereiteten Knoblauchschmand. Er besteht, wie gesagt, aus Schmand, Knoblauch und etwas Salz. Das ist mal eine dünne, streichfähige Masse drüber streichen. So, jetzt tun wir noch Herzenslust belegen. Wie gesagt, die Schnittform ist jedem selbst überlassen. Groß, klein, Schülchen. Jetzt noch Champignons drüber. Dann unser gebratenes Hähnchen machen wir. Zu guter Letzt noch das Lauch. Und dann bestreuen wir es noch mit geriebenem Käse. Das sollte nicht zu viel sein, ist ja auch keine Pizza. Ja, den Flammkuchen kann man mit verschiedenen Käsesorten belegen, sei es nun Gouda, Emmentaler, Parmesan oder Feta-Käse. Wir werden ihn jetzt dann, so wie er ist, in unseren vorgeheizten Flammkuchenofen schieben. Wir haben ihn vorgeheizt bei 200 bis 220 Grad Oberhitze. Wir haben natürlich schöne Steinofenplatten drin, was zu Hause natürlich nicht immer möglich ist. Aber zu Hause könnten Sie ihn genauso auf dem Backblech mit Backpapier in den Ofen schieben. Bei einer Ober- und Unterhitze würde ich jetzt so sagen 250 bis 270 Grad. So, 5 bis 6 Minuten sind jetzt um. Unser Watzke Spezial Bräulerflammkuchen ist jetzt fertig. So, bitteschön. So, unseren gebackenen Flammkuchen werden wir jetzt noch portionieren mit einem Pizzaschneider. Dazu empfehlen wir unser typisches Watzgebier. Zum Wohl. Prost! Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de